Einstand nach Maß nennt sich das. Für unsere Elf hat heute die Regionalliga-Saison 2019-2020 gestartet. Zu Gast war der FC Gießen. Ja, und was soll man sagen? Unsere Elf feiert einen Kantersieg, nämlich einen 7:1 Heimsieg hier an der Kaiserlinde. Till Hust hat die Stimmen zum Spiel für euch eingefangen. Viel Spaß! Wow, Sinan, wir können auch nicht mehr nach dem Spiel. 7:1, herzlichen Glückwunsch beim Saisonstart gegen Gießen gewonnen. Überragendes Spiel, du mit 2 Treffern, hat richtig Bock gemacht heute, oder? Erstmal danke, ne? Ja klar, hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, so kann man in die Saison starten. Was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat dir gefallen, ne? Erstes Heimspiel, man hat ja immer viel vor. Bist du froh, dass es am Ende so gut aufgegangen ist? Ja gut, das erste Spiel ist immer schwer einzuschätzen, auch durch den Aufsteiger. Und ja, ich denke, wir haben uns gut vorbereitet und egal, wer gekommen wäre, wir hätten unser Spiel aufgezogen. Wir haben den Ball gut laufen lassen, haben uns unsere Chancen erarbeitet und ich denke, unsere Chancenverwertung kann noch ein bisschen besser sein. Nee. Also wir haben viele Tore gemacht, das ist natürlich sehr gut und da freuen wir uns alle. Ihr habt munter losgelegt, aber vor der Halbzeit gab es so einen Mini-Einbruch, 2:1 zur Halbzeit. Wie hast du diese Situation erlebt, diesen Gegentreffer? Danach ist ja nichts mehr angebrannt. Ja gut, ich würde nicht sagen Einbruch. Wir kriegen ein unglückliches Tor, rücken zu schnell raus und der köpft uns hinter die Abwehr und er verlängert noch und ins Tor. Und ja, wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, wir haben einfach weitergespielt und dann einfach weitergemacht und unsere Chancen weiter genutzt. In der Offensive haben wir 7 wunderschöne Tore gesehen, natürlich ein Offensivspiel, das dir auch sehr zugute kommt. Wie viel Spaß macht das da vorne? Oh, ich glaube, man hat gesehen, dass es uns Spaß macht, der ganzen Offensive, aber auch den Abwehrspielern, wenn die nicht viel zu tun haben, wenn wir viel Ballbesitz haben und offensiv spielen und war geil, hat Spaß gemacht. Vorher steht ihr jetzt ganz oben, die Fans haben gesungen, Spitzenreiter, bestimmt ein schönes Gefühl, aber nächste Woche auswärts in Ulm wird natürlich auch wieder ein harter Brocken gegen eine Mannschaft, die sich super verstärkt hat und wahrscheinlich auch mit um Platz 1 spielt. Ja gut, ja. Am Anfang bringt es uns nichts, an der Spitze zu stehen. Wir denken von Spiel zu Spiel. Nächste Woche kommt dann Ulm und ich denke, wir werden uns gut vorbereiten, dass wir die auch schlagen. Dankeschön. Ja, Fabian, das ausgegebene Ziel vor dem Spiel war gut und vor allem mit einem Sieg vor heimischer Kulisse in die Saison zu starten. Das ist nach dem 7:1-Sieg über Gießen mehr als aufgegangen, oder? Ja, also ich glaube, besser kann man sich einen Start nicht wünschen. Es war ein nahezu perfektes Spiel von uns, von der ersten bis zur letzten Minute mit dem kleinen Schönheitsfehler, dem Anschlusstreffer. Aber so eine Situation, die passiert nun mal und auch wie wir die Reaktion dann gezeigt haben in der zweiten Halbzeit, kann ja auch immer mal kippen, so ein Spiel nach so einem Nackenschlag vor der Halbzeit. Aber wie wir das dann auch zweite Halbzeit gespielt haben, war schon richtig gut. Du hast die Mannschaft in den letzten Wochen besser kennenlernen als wir, weil du natürlich in der Mannschaft bist. Hast du es erwartet, dass das heute so ein Feuerwerk wird? Nee, also dass es jetzt so extrem ausfällt, habe ich jetzt nicht erwartet. Ich meine, wir wussten schon, wir haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass wir schon gut zusammengewachsen sind und dass die Abläufe stimmen. Aber dass es jetzt dann so harmoniert und dass wir hier 7:1 gewinnen, das habe ich jetzt nicht erwartet. Wie ein Aufsteiger so ein erstes Spiel angeht, ist immer vorher schwer zu sagen. Zur Halbzeit sah es ja noch relativ knapp aus. Das 2:1, du hast den Gegentreffer angesprochen. Wie schwer war Gießen heute als Gegner? Ja, was heißt wie schwer? Ich denke, nach dem 7:1, da müssen wir nicht über schwer reden. Wir haben es von der ersten bis zur letzten Minute alles im Griff gehabt. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon 4-5-0 führen müssen. Und deswegen, denke ich mal, haben wir es heute dem Gegner sehr schwer gemacht, hier zu bestehen. Und deswegen haben wir auch in der Höhe gewonnen. Wie blickst du nächste Woche auf Ulm? Ja, auch eine starke Mannschaft, die euch nächste Woche erwartet, wobei die Mannschaften ja immer stark sind. Ja, nee, ich denke schon, dass Ulm eine Mannschaft ist, die oben mitspielen wird. Das wird eine ganz andere Hausnummer, das wird ein Spiel auf Augenhöhe, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, Ulm hat auch ein Heimspiel, das ist nochmal ein Tick schwerer für uns. Aber wir gehen mit Selbstvertrauen in das Spiel und wissen, was wir können und das versuchen wir wieder abzurufen. Wie war es für dich so vom Gefühl her, hier das erste Mal im Stadion zu spielen? Gut, letzte Woche die Saisoneröffnung, aber jetzt heute vor heimischer Kulisse. Vorher hat es ja noch stark geregnet, dann ist die Sonne aufgegangen, passend zum Spiel. Hat es sich gut angefühlt? Ja, super. Also war ein perfekter Tag heute. Von den Temperaturen war ja jetzt nicht davon auszugehen nach den letzten Tagen. War super zu spielen. Stimmung war gut, Spiel war gut. Ich meine, besser kann man sich so einen Einstand nicht vorstellen. Schöne Zusammenfassung. Danke für das gute Spiel und schönes Wochenende noch. Vielen Dank. Ja, jetzt noch bei mir nach dem 7:1-Sieg über Gießen Isra Suero Fernandes, der heute 3 Treffer gemacht hat beim ersten Heimspiel hier in der USAFARM Arena. Isra, Glückwunsch zu diesem Sieg, zu diesen 3 Treffern. War sicherlich auch ein besonderes Spiel für dich. Wie geht's dir nach dem Spiel? Ja, vielen Dank. Heute super Spiel, 7:1. Aber ja, weiter. Kann ich laufen und nächstes Spiel auch 3 Punkte. Ist wichtig von uns. Vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Genießt den Tag noch und feier noch ein bisschen, gell? Vielen Dank. Danke.
Ja, Horst, du hast die Woche zu mir gesagt, du bist selten mit so einem guten Gefühl in den Auftakt der Saison gegangen. 7:1 am Ende gegen Gießen, war das heute so zu erwarten? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, das habe ich so nicht erwartet. Ich habe schon erwartet, dass Gießen dann noch stärker ist, dass die Mannschaft auch so flüssig kombiniert, so viele Torchancen sich erspielt. Auch erste Halbzeit schon, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da wusste ich nicht genau, wie weit wir sind, wusste auch nicht genau, wie weit Gießen ist. Wir haben dann unsere Situation gehabt. Klar ist, dass wir dann in der Halbzeit noch mal ein bisschen schlucken mussten nach dem Gegentreffer. Und es ist auch wichtig für die Mannschaft, dass man auch so ein bisschen einen Rückschlag verarbeitet und weiter an das glaubt, was wir da spielen. Ja, das war gut, ohne das überzubewerten. Die Mannschaft hat sich in so einen richtigen Rausch reingespielt. War das für dich als Trainer auch mal angenehm, von der Außenseite einfach genießen zu dürfen? Ja, ich hatte schon ein paar Spiele hier, in denen ich genießen konnte. Das ist dann schon etwas weniger anstrengend für mich an der Seitenlinie, wenn ich weiß, okay, die Führung, die ist so groß, dass da nicht viel passieren wird. Und trotzdem achte ich darauf, dass die Mannschaft auch nicht nachlässt. Und auch wenn ich mich mal hinsetze draußen, heißt das nicht, dass die Mannschaft irgendwo nachlassen darf. Ich will, dass wir konsequent bis zum Schluss spielen. Und das hat die Mannschaft auch getan. Und das war gut zu sehen. 7:1, vorläufiger Tabellenführer, das ist schön, aber es geht natürlich hart weiter nächste Woche in Ulm. Das ist wahrscheinlich ein richtiger Härtetest, oder? Auf Augenhöhe vielleicht auch. Ja, das wird sich zeigen. Also wir genießen das 7:1, das ist ein tolles Ergebnis, ein toller Start. Wir haben unseren Fans was geboten, das war das Ziel heute und das ist jetzt abgehakt und jetzt bereiten wir uns mit jetzt gleich und einer kurzen Analyse noch zum Spiel auf Ulm vor und dann glaube ich, dass uns schon eine Mannschaft erwartet, die oben mitspielen möchte. Vielen Dank, grüß die Mannschaft, schönes Wochenende. Tschüss.